Und hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge. Stardew Valley. Und jetzt machen wir erstmal weiter und gehen jetzt erstmal schlafen, weil wir letztes Mal sind wir ja ab, haben wir hier noch was abgegeben. Vielleicht finden wir ja noch den einen oder anderen Typi, den wir hier noch für unsere Sammlung brauchen. Gleich hier im Salon. Und dann könnte man eigentlich auch schon wieder nach Hause gehen. Theoretisch. Wir haben Donnerstag. No, hier ist keiner da. Lalalala. Das Ding hier ist. Das verwundert mich schon sehr. Was soll ich denn hier machen? Ja, was ist das denn hier? Ist das ein Stein oder was? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Nö, nö. Oh, hier ist der Blacksmith. Hallo. Business is hi has been slow lately. Sieht fast aus wie ich. Nur er hat ein bisschen mehr Haare hier oben. Also nicht der Typ sieht aus wie ich, sondern er sieht ein bisschen aus wie ich, bis auf die Haare oben. Da. Irgendwann mache ich mal ein Foto und dann zeige ich euch das wieder. Weshalb, weswegen. So. Jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Glaube ich. Nur nicht hier lang. Vielleicht wäre das, wäre mal gut, wenn wir eine Auflistung hätten. Vielleicht haben wir ja sogar eine Auflistung. Moment. So. Wen kennen wir doch nicht? Auf jeden Fall den. Ach so, die kennen wir noch nicht. Und ihn kennen wir noch nicht. Ah, alles klar, dann wissen wir ja gleich Bescheid, wenn wir wieder zu Hause sind und dann wieder hier in die Stadt kommen. So, wie heißt die? Ja, das können wir auch auf der Karte gucken nachher. Jetzt gehen wir erstmal pennen und gucken, was mit unserem Parsnip ist. Vielleicht können wir die noch pflücken gerade so. Und dann, ne, noch nicht. Dann ist er am nächsten Tag. Aber wir können schon mal ein paar Beete wieder anlegen. Oder ein Beet. Bumpt. Und dann gehen wir auch mal zum Schmied. Ja, bitte schlafen. Bitte. Der Fortschritt wurde gespeichert. Alles klar. Jo, Parsnip-Zeit. Alle 2 Stunden. Nee. Doch. Alle 11 Stunden verliebt sich einer auf Parsnip. Ich weiß, der hat jetzt schon den Turbinator gebracht, der hat schon den Gronkh gebracht, aber. Na. Ah. Wir tun uns mal den Stein in die Hand. Dann kann er den ja nicht. Kann er die Pflanzen nicht kaputt hauen. Gucken, ob der Platz dann reicht hier. Was haben wir denn hier überhaupt? Frühlingssamen, ne? Waren das? Naja, gucken, was hier rauskommt. Bis jetzt können wir es noch nicht sagen. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Platz. Das steht schon mal fest. Noch 10 Stück. Alles klar. Lala, wir brauchen jetzt noch keine Zäune zu errichten oder so. Das können wir ja auch nur später machen. Ich hoffe mal, das reicht so. Lorma allerdings. Noch 2 fehlen. Aber das können wir, glaube ich, da hinten noch hin tun. Da, wo die Böhnchen sind. So, dann haben wir wenigstens den ganzen Platz verbraucht. So, jetzt nehmen wir uns noch die Kanne und dann gießen wir erstmal wieder alles. Dann mal wieder ein Brief in der. Wieder ein Brief in dem Dingensbummens. So. So,
So, und die Pass nimmt, die schmeißen wir jetzt mal. Was ist denn hier los? Erzähl mal, was ist los? Dear Dragon, tomorrow we holding the Egg Festival in the town. Mm-hmm. You should arrive between, like, you won't want miss, Also morgens das Eierfest, alles klar, und zwischen 9 und 2 Uhr nachmittags, ja, dann werden wir da mal beiwohnen, ne? Würde ich mal so behaupten. So, jetzt noch die Pflanze da oben und die anderen können wir ja, da kommen wir ja besser dran. Und da kommen wir nicht dran so. Alles klar. Ich hoffe, jetzt haben wir genug Wasser, weil wir ja schon zwei oder dreimal daneben gegossen haben. Ne, da kommen wir nicht dran. Alles klar, aber man kann die ganzen Tools ja noch immer ein bisschen upgraden, wenn man möchte. Ich weiß, wir wollten in die Dings gehen, aber naja, was soll's. Ich bin immer ein bisschen konsterniert gerade. Oh, wir haben kein Wasser mehr, ja. Wollen wir uns drei oder vier Mal vergossen haben. Rumpft. Und Kohle. Und Holz. Kann man aber nicht aufnehmen. Das ist ja super. Ich wunderbar. So, einmal auffüllen und dann ist noch die drei oder vier Felder da. So. Haben wir das auch. Und dann geht's weiter. Ja, ja, komm. So. Könnten die Geoden aufbrechen lassen und die Parsnip schon mal hier verkaufen. Rumpft. Freitag, den 12. In der Zwischenzeit haben natürlich einige Geburtstag gehabt. Warte mal. Wir nehmen noch was mit aus der Kiste gerade. Die nehmen wir auch noch mit. Will dem einen ganz bestimmten Mädchen geben. Auch wenn das schon andere gemacht haben, aber das ist mir egal. Ich finde die trotzdem auch cool. Nicht, weil der das gemacht hat, sondern einfach so. Hallo. So. Da ist er. Hallo. Sich. Ja, ist... It's seriously love this. It's your best dragon. Oh, wunderschön. Wunderschön. Ja, dann haben wir auch schon mal einen Stein im Brett, ne? It's definitely going to enter the egg hunt tomorrow. Are you? Ja, ich bin auch dabei. Bei der Eierjagd. It's fine, Lucky. Today. Ja, sieht schön aus heute. Es regnet nicht. Das ist schon mal gut. Ob es schneit oder so, ist ja egal. Das ist ja auch gut. Warte, wir gucken mal auf die Karte jetzt hier. Emily und Harley. Wie heißt denn die blöde Kopf. Hier raus hier und dann bei Emily und Harley. Emily und Haley. Hahaha, ich hab dich. Sam trying to toot.
Kick, flip, 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 flip. Sam's trying to kick. Ja, das ist ja wunderschön, aber darf ich damit auch mal mit dem sprechen, oder? Nee, du bist ein Arschloch. Hallo. Da sieht man nichts, das ist doof. Dich kennen wir ja schon, ne? Oder? Ah, Spring, the season of pustules. Ich glaube der Pollen. Actually prefer juvenile towns myself. Oh, exhausted me. I'm marbling about fashion. So in etwa, ja. So, jetzt gucken wir, ob der doofe Kopf da noch immer am rumhoppen ist. Ja, natürlich. Hallo, Junge, mach mal. Geh doch mal da runter. Oder muss ich erst hauen hier? So. Bumft. Nee. So. Ist jetzt mal. Geh mal runter hier. Du bist ein Arsch, komm. Ja. Arschgedicht. Das ist das Haus, wo er wohnt. Das ist schon mal gut. Hallo. Ist hier sonst noch einer da? So, es sind ein paar Minuten vergangen, aber er ist noch immer hier am Rumprobieren. Der Affe. Das ist den, den wir noch brauchen. Und das blonde Mädchen. Die wir auch noch nicht gesehen haben. Zumindest hier noch nicht. Den Elliot haben wir aber schon gesehen, oder? Moment. Doch, hier, Sam. Okay. Elliot haben wir auch schon gesehen, alles klar. Und was denn? Shane. Bei ihr haben wir schon einen Stein im Brett, alles klar. Gut, dann nur noch hier. Die hier. Die da. Wo auch immer sie rumstreuen. Hallo. Hallo, ja, hier. The fresh air of this valley is good for my body and my mind. Ich sehe so gut aus. Die Luft ist so gut. Für meinen Körper und meine Gedanken. Alles klar. Wenn du meinst. Tschüss. Ja. Aha. Hallo. Hallo. I don't know you. Ich kenn dich nicht. Okay, gut. Bist aber zu mir hingekommen, wo sie Angst. Oh no, my mom's making Lentils zu Linsensuppe heute. Nee, die mag ich nicht. Den mag er anscheinend nicht. Penny. If you dig in the dirt, you can find some interesting things. Dankeschön, Schätzelein. Das ist ja wunderbar. Was du alles weißt. Achso, wir wollten ja zu dem Blacksmith gehen, aber ich glaube, da ist schon wieder alles zu. Habe ich recht oder habe ich recht? Ja. Haben wieder zu sehr rumgetrödelt. Und in die Mine geht's. Klappt nicht mehr. Steine, wunderschön. 3 Stück. Wo ist denn die hässliche Kuh hier? Die blonde Kuh. Läuft die hier vielleicht irgendwo rum? Oder macht ein paar Fotos oder so? Was macht die? Will die mich verarschen? Hallo. Hier ist nichts. Hier hört's auf. Und da ist das Ding da. Wumpft. Gehen wir nochmal zum See zurück. Am Fluss entlang. Die Brücken überm Fluss. Oder wie war das?
Ach, Hallöchen, Popöchen. Na, hallo, warte doch mal. The good food and... Ja, geht alle zum Julia-Markt, ne? Verräter hier. Hallo, ich mache hier die guten Sachen, ja? Bei mir gibt es gute Zeug. Nicht hier, der Julia-Markt, der beliefert wird. Hallo? Ist alles frisch gekühlt, bei mir gibt es das alles so, wird das alles per Luft... An der frischen Luft, ja? Da sind die Vitamine noch drin. Hier ist, verfliegen die alle. In der Lüftung. Ja. Hallo? Was soll das? Och, die ist müde. Die schläft hier schon ein. Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Ja, nicht schlafen. Hier, hallo? Ist gerade 6 Uhr nachmittags. Da schläft man doch nicht. Da spielt man vom Computer, weißt du? Und dann... So. Hier sind die alten Typis drin, ne? Glaube ich. Ja, ja. Und der komische Typ da. Der gesagt hat, dass er Quarterback ist. Ja, ja. Du mich auch. Wo ist die blonde Frau? Wo ist die blonde Kuh denn hier? Wo ist sie denn? Ei, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich finde sie nicht mehr. Der Schmidt geht jetzt zur Taverne. Vielleicht ist ja unser Blondchen da auch. Hier waren wir ja gerade eben schon. Also kann sich ja nicht sein. Das ist, ja, plausibel. Gut, dann gehen wir mal dorthin und gucken, ob die blond- und bläuäugige junge Dame dort erscheint. Wir haben wieder neue Sachen eingepflanzt und Sachen verkauft. Damit wir direkt morgen früh. Ja. Mal gucken, ob die blöde Kuh jetzt da ist. Ich weiß, ich bin immer sehr negativ gegenüber solchen Leuten, aber. Okay, ihr kennt die ja noch nicht, aber. Ja. Wo ist sie denn? Ei, wo ist sie denn? Alle sind sie da. Fast alle. Fast alle sind sie da. Da hinten ist keiner. Wo ist, da ist der hier. I'm not very good. Okay. I give the cue ball a bit and spit. Maybe I could. Wenn du willst, wenn es ein bisschen langsam dran pitcht, dann geht's vielleicht besser. I should let Sam win once. Okay, er will ihn nicht gewinnen lassen. Er wollte erst, aber dann. Sie spricht nicht mehr, noch nicht mit uns mehr. Sie geht jetzt nach Hause und wir versperren ihn weg. Naja. Wo ist denn der, wo ist denn die blonde Kuh jetzt hier? Hallo. Hallo. My doesn't seem nothing. Ja, weil sie gerade mit dem Bürgermeister am Flirten ist hier. Wo ist das blonde Blondchen denn? Wo ist sie denn nur geblieben? Die zwei, sie gehen jetzt nach Hause. Genau wie der hier. Vielleicht kann man nochmal mit ihm sprechen hier. Moment. My little brother gets so excited from festivals. Ja, alles da. Alles klar. Sein kleiner Bruder ist so aufgeregt wegen dem Eierfest morgen. Wegen dem Eierjagdfestgedöns. Tja, da sollten wir dann auch mal hingehen, ne? Die blonde Kuh haben wir noch immer nicht getroffen, weil dann kriegen wir nämlich was Schönes. Und nach morgen, also nach dem Fest hier, werden wir dann mal direkt schnurstracks in die Mine gehen und da mal die nächsten 5 Dinger da. Parsnips. 665. Gold. Ja, das ist wunderbar. Kann man mal machen. So. Alles klar. Dann los.
12. Tag. Fortschritt wird gespeichert. Pong, 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 pong. 1080 Gold. Alles klar. Wir gehen dreimal zur Mähne fertig. Oder? Ja, wir müssen ja noch gießen. Nee. Aber dafür brauchen wir immer so viel Dings. Wir machen das am besten, wenn es regnet. Wenn es dann irgendwann mal regnet. Habt ihr das auch schon mal gehabt, wenn ihr irgendwas bestellt habt? Die Leute finden dann nicht deine Adresse oder keine Ahnung oder sind zu doof, um deine Eingangstür zu finden. Und dann wartest du, dann rufst du dann bei dem Anbieter an oder bei dem Shop, wo du dann bestellt hast. Ja, die hatten normalerweise konnten wir ihre Adresse finden. Wir schicken ihnen das nochmal zu. Morgen auf jeden Fall kriegen sie das. Verlässt dich dann. So, du hast kein Wasser mehr. Verlässt dich dann da drauf und dann, ja, nix. Kriegst deine Ware nicht. Was denkst du dir dann? Dann wirst du doch auch ein bisschen wütend. Aber andere machen sich dann darüber lustig, weißt du? Aber selber werden sie genauso wütend. So. Können wir die Kanne ja wieder. Dann können wir die Kanne nochmal auffüllen und dann. Können wir die Kanne wieder wegtun. Vielleicht finden wir da das Mädel jetzt aus Schwedel wieder. Und können bei dem Schmied mal vorbeigehen. Das Ex-Festival hat begonnen. Ja, dann gehen wir da mal hin. Einfach mal in die Stadt gehen da. Oh, hallo, wunderbar. Wir haben jetzt genug Gold. Und da ist bestimmt auch die blonde Troller da. Ne? Strawberries und Plüsch Bunny. Ne, wollen wir nicht. Aber die hier könnten wir gebrauchen. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir erstmal 10. Das reicht erstmal. Dann haben wir nur noch 80 Gold. Gut. Hallöchen, Popöchen. Die kennen wir ja schon mittlerweile alle. Da, die ist mit dem zusammen, alles klar. Ah, das Festival ist da. But I won't really look forward to the flower dance. Das Festival ist zwar da, aber ich gucke schon mal im Voraus. Zum Blumentanz. Ja, Schätzelein, das ist ja wunderbar. Dann guck doch mal da vorne hin. I try to eat least 3 eggs every day. Aha. Gut, dann isst du mal 3 Eier am Tag. I need then, ich brauche die Proteine für meine Beine. Alles klar. Dann isst du mal deine Eier. Here we used to do a rotten egg toast. Okay. Rotten. Ein verrottenes Ei. Okay. But Major Lewis put in and the picking a pretty pig. Ja, ach egal. Keine Ahnung, was er da von mir wollte. But my dogs all Greeks, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich den Wörter, die ich nicht kenne. Searching for eggs is like going on the treasure hunt. Okay. Mhm, die freut sich schon.
Talking breaks from work can make more productive and long run. Wenn du dir ein bisschen Pause gönnst, dann wirst du produktiver und du kannst mehr machen. Okay, ja, das wäre schön, lieber Jo. Hallo, Pepe. This fruit punch is unusually good. Ungewöhnlich gut. Ja, das ist ja wunderschön. Das ist ja wunderschön. Ja, ja. When I does the exam start, I'm excited. Ja, dann gehen wir aus mal. Da, hallo? Hier, du, Mini. Hallo. Hallo. I hope I can find some eggs before Winston takes it them all. Okay. The children have been looked forward to the festival. Okay, sie hat kurz eine männliche Stimme bekommen. Hallo. Ja, hier. I'm always look forward to these gatherings. I make the valley feel like a real company. Aha. Was denn mit ihm hier? Been worked one time, overtime to prepare this festival. Also hat dafür gearbeitet und jetzt ist freundlich. Aha. This deserves the best tonight. Bowls of sweet yellow corn. Aha. Hat hart gearbeitet und freut sich schon auf heute Abend auf die Maiskolben. Is there any more food? Ist hier noch irgendwas zu essen? No really talks to me. I just came for delivered eggs. Keiner spricht mit mir. Ich bin nur hierhin gekommen, um nach den Eiern zu suchen. Oder wegen den Eiern. Okay. So. I put something nice in the punch. Ja, was denn? Alkohol? Hallo. Hier, hallo. Egg, what a strange thing to eat. Wieso? Ist doch ganz normal. Ich kenne das schon seit Kindheit an. Spring is a busy time of years. So it's nice to have a day off to catch with friends. Aha. Ist schön, einen Tag zu haben, um mit Leuten zu sprechen. Mit Freunden zu sprechen, Entschuldigung. Abby always loved the eggs hunt ever since she was a tiny girl. Sie liebt schon immer die Eierjagd, schon wo sie klein war, die Abigail. Even with Bad Lake, I never missed a town festival. Mhm. Wie auch immer, Hallöchen. Tom thinks it's hide and egg too. Well, I now find it. Well, until summer rolls around, then hot air starts to bring the rotten smell. Aha, wenn sie nicht alle gefunden werden, dann im Sommer riecht man das dann. Nee. Ist es denn möglich? Ja, okay, geht nicht. So geht ich. Okay, gut, dann sprechen wir nochmal mit ihm hier. Hallöchen, Popöchen. Mit dem George, Lukas. What's everything so happy? X, Y, X. Ja, weil es Eier sind halt so. Weil Ostern soll das sein. This festival has been a tradition for as long as I can remember. A tradition contracts us with both the past and the future. It's confirming.
Ja, es schon, gibt schon lange das Fest. Schon seit 2016 Jahren und so. Und jetzt sprechen wir mal mit hier, mit dem Major hier. Do you think everyone's ready to hunt the eggs yet? Yes, 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 yes. Dann geht's los. Mal gucken, wer schneller ist. Ich oder die anderen. It's time for the highlight of today. Festivals. Annual. Annual? Kann ich ja nicht. Keine Ahnung. Spring and Hunt. Aha. Es ist Zeit dafür für das Highlight vom Festival. Und jetzt geht's los. Mit dem Eiergedöns. Fangen. Climbs down now, kiddos. You are going to need all your energy if you hope to find most eggs and take home to Preis. Okay. Einen so besonderen Preis, wenn wir alle finden oder wenn wir mehr als die anderen finden. Now, everyone's ready. Hop. Let the egg hunt begin. Ich hab schon eins gesehen. Was? Ich komm nicht dran. Schon drei. Ah, da unten ist auch noch eins. Ich habe noch eins gesehen, da oben bei dem... Bei dem... wie heißt das nochmal? Bei dem Dingsbums. Wie heißt der Typ? Da kommen wir da gar nicht hin. Okay, das war's. 5 Stück oder so. Wow, look at the all these eggs. Now, if only could get you kids to pick a little this exciting, we'd have the Flint Town. Ne, noch nicht. Hinter deinem Haus ist noch ein Ei. The Town. Side of Games here. Shuggle. Und jetzt wird gewonnen. And now, the winner of this year's Egg Hunt. Wird gewonnen, wird gewonnen, wird gewonnen. Epige. Naja. Here, your prize, Epige. Well, that is for the year. The Egg Festival. Thank for coming, everyone. Alles klar. Zumindest haben wir ja mit der Blonden jetzt mal gesprochen. Oder? Nee. Wie? Hallo? Wir haben doch mit der gesprochen. Gut, dann gehen wir schlafen. Und dann pflanzen wir morgen die Erdbärchen noch ein. Achso, dann können wir schon mal aufhören mit der Folge. Da war ja gut, dass wir bis hierhin gespielt haben. Ne, dann haben wir das Eierfestival gemacht. Ja, das war doch mal was Schönes, ne? Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Bedanke mich fürs Zusehen ein bisschen und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Dark Dragon Soul. Entschuldigung. Ciao.